Moin, hier ist eure Nina G. Ich begrüße euch zu diesem Infovideo, in dem ich euch erzählen möchte, was hier auf Badai Badi seit Alice Tod so alles passiert und vorgefallen ist. Ich spreche auch sogleich eine Warnung aus, denn wer nah am Wasser gebaut ist und wer leicht zu Tränen gerührt ist, der sollte sich dieses Video nicht angucken. Denn eigentlich habe ich in diesem Video nichts Positives zu berichten. Es ist eher ein Trauerspiel, wovon ich euch erzählen möchte. Denn das, was passiert ist, das kann man sich nicht vorstellen, das will man sich auch nicht vorstellen, das wünscht man auch niemandem. Ich sage euch jetzt kurz, nach Alice Tod habe ich auch alles weitere gefilmt. Und ihr werdet in diesem Video einen Zusammenschnitt der Ereignisse finden, denn mir fehlt momentan die Kraft, die Motivation und die Geduld, um mich mit dem Thema und Videomaterial intensiv auseinanderzusetzen. Deswegen hier für euch ein Überblick und Zusammenschnitt und keine einzelnen Videos, so wie ich es ursprünglich geplant hatte. Wir fangen am Anfang an. Alice Tod hat mich schwer getroffen, das war klar. Sie ist einfach was Besonderes gewesen und wird es für mich auch immer sein. Und ihren Verlust werde ich nie ganz verwinden. Obwohl, es ist mittlerweile eine Weile her. Euch kommt es noch nicht so lange vor, weil ihr jetzt erstmal noch sie in den alten Videos gesehen habt. Für mich ist es schon ein bisschen her und ich fange so langsam an, mich an die schönen Momente mit ihr zu erinnern und ihren Verlust so ein bisschen zu verarbeiten. Ich werde mich immer im Guten an sie erinnern wollen, nur halt den Verlust würde ich am liebsten vergessen, weil ja, das braucht man nicht. Ich wäre froh, wenn sie noch hier wäre. Und solange ich an sie denke, ist sie das. Also ja, aber mittlerweile, wie gesagt, der Verlust fängt langsam an zu verarbeiten, aber in der ersten Phase. Vor allen Dingen, weil das dann doch plötzlicher kam als ursprünglich gedacht, weil am Anfang dachte man, oh, sie hat wieder einfach einen Schub, wir behandeln das und dann geht es mal wieder bergauf. Und das ist dann einfach irgendwie trotz aller möglichen Bemühungen, weil, wie gesagt, ihr habt das Video gesehen, denke ich. Wenn nicht, ich verlinke es euch nochmal hier oben oder in der Infobox. Trotz allergrößter Bemühungen konnte man nichts machen. Ja, und diese Hilflosigkeit hat mich mehr mitgenommen, als ich gedacht habe. Also ein paar Tage ging es mir richtig schlecht. Aber ich hatte nicht die Zeit, mich komplett irgendwie einzuigeln und in Mitleid zu zerfließen. Denn ich habe ja noch einige Dinge, um die ich mich kümmern musste. Ich sage ja nur hier Familie, Haus, Hof und noch viele weitere Tiere. Die Hunde, die Katze und vor allen Dingen Abby. Denn Abby war zu der Zeit echt mein größtes Problem, denn nicht nur meine Welt, sondern auch ihre Welt ist mit Alice Tod zusammengebrochen. Sie war von heute auf morgen allein. Gut, am ersten Tag, also an dem Tag, an dem Alice gegangen ist, ging es. Denn ich habe sie sich von Alice, die ja noch hier an der Einfahrt lag, bis sie dann abtransportiert werden konnte, verabschieden lassen. Und das war auch ganz gut, denn an dem Tag war Abby ausgeglichen. Ich weiß nicht, wie es emotional war, aber sie war halt nicht aufgeregt, sie war nicht nervös, sie war nicht hysterisch, sie war nichts, sondern sie war irgendwie an dem Tag ruhig. Am nächsten Tag nicht mehr. Da scheint ihr vollkommen bewusst geworden zu sein, dass sie jetzt erstmal alleine bleiben wird, dass niemand zurückkommt, dass sie niemanden mehr hat, der ihr Gesellschaft leistet. Okay, ich bin kein Ersatz für eine Herde und ein vollständiges Pferd. Das klappt nicht. Und als ihr das klar war, war sie doch sehr aufgeregt. Sie ist rumgerannt, sie konnte irgendwie kaum fressen, sie war nur am Wiehern und Rufen und einfach schlecht. Es musste also möglichst schnell eine Lösung für Abby gefunden werden, was auch sowieso in meinem Interesse war. Und am Anfang wollte ich sie umstellen. Ich wollte einen anderen Stall für sie suchen, einfach, dass sie möglichst schnell in eine intakte Herde kommt und ich mich erstmal mit den Dingen so nicht auseinandersetzen muss.
ich habe mich ja umgeschaut und umgehört und alles gut. Das Problem war, es war mitten in der Weidesaison. Das heißt, alle Weidenplätze und auch die meisten Offenstallplätze waren belegt. Das Einzige, was frei gewesen wäre, wären Stallplätze gewesen mit Boxenhaltung. Und Boxenhaltung, auch wenn wir dann vielleicht eine Reithalle und dies und das gehabt hätten, ist einfach nicht das, was ich mir für sie und für uns beide wünsche. Ich möchte mein Pferd nicht hauptsächlich in eine Box sperren. Das ging einfach nicht. Und als ich dann ist mir auch recht schnell vollkommen bewusst geworden, dass ein Umstallen auch für mich nicht gut gewesen wäre. Denn ich habe hier in unserer Anlage, damit es den Pferden hier bei uns an nichts fehlt und gut geht und wirklich so viel Zeit, Geld, Energie und Arbeit reingesteckt. Dass allein der Gedanke, Abby woanders hinzustellen und hier einen leeren Stall zu haben, dass ich all die Arbeit der letzten Jahre irgendwie umsonst war und sich nicht gelohnt hat, hat mich fertig gemacht. Und ich glaube, es hätte mich auch jeden Tag sehr deprimiert, an so einer leeren Geisterstallruine irgendwie vorbeizugehen oder draufzuschauen. Und seien wir ehrlich, ich brauche nur aus dem Fenster. Ich hätte dieses Stall gesehen. Und jeden Tag hätte es mir einen Stich versetzt, weil ich gewusst hätte, es steht leer und es wird nicht genutzt und all die Arbeit war umsonst. Da habe ich gesagt, nein, es geht nicht. Ich bringe es nicht über mich, es muss eine andere Lösung her. Eine gute Freundin hatte mir sogar angeboten, mir eins von ihren drei Pferden zu leihen, so bis wir jemanden gefunden haben. Und ich war schon versucht, dieses Angebot anzunehmen. Du weißt, wer gemeint ist. An dieser Stelle nochmal danke dafür, das war wirklich sehr lieb von dir. Aber ich habe mich dann doch dagegen entschieden, weil das für ihr Pferd, für Abby und für alle irgendwie nur Stress bedeutet hätte. Weil es ja nicht langfristig gewesen wäre. Sie hätte ihr Pferd irgendwann wieder haben wollen. Abby hätte in kürzester Zeit den zweiten Verlust, denn schon wie, also einmal neue Gewöhnung an ein neues Pferd, dann deren Verlust, dann wieder eine Gewöhnung an vielleicht die langfristige Lösung. Und alles, es wäre einfach für alle Beteiligten zu stressig gewesen. Und dann hat gesagt, ja, auch wenn sie sich momentan nicht wohlfühlt, lasse ich sie lieber noch ein bisschen allein, um dann eine endgültige Lösung zu finden, als immer wieder mit Zwischenlösungen zu stückeln und es dann endgültig zu ruinieren, weil davon hätten wir alle nichts gehabt. Also danke fürs Angebot, ich wusste das wirklich zu schätzen und hätte sich die Sache nicht so weiterentwickelt, wie es es getan hat, hätte ich das auch sehr gerne angenommen. Ja, ich habe mich also auf die Suche nach Einstellern gemacht, habe auch welche gefunden, die allerdings sagten, ja, aus unserem bisherigen Stallvertrag kommen wir innerhalb der nächsten 3 Monate nicht raus. Ja, erstmal 3 Monate klingt nicht so lange, wenn man aber dann denkt, ja, 12 Wochen. 12 Wochen klingt lange. 12 Wochen klingt zu lange. Aber ich habe gesagt, gut, wir kriegen das irgendwie hin. Ich schaue mal, vielleicht hätte ich mir dann doch das andere Pferd noch ausgeliehen. Aber ich habe auch überlegt, wie es mit Abby und mir weitergehen soll. Denn Abby habe ich damals ausgesucht, weil sie mir sehr sympathisch war und weil ich irgendwie ein Gefühl hatte, dass sie sich mit Alice gut versteht. Was sie ja auch getan hat. Ach, bei der Zusammenführung war mehr als unspektakulär. Die haben sich zweimal angequiekt und waren danach Freunde fürs Leben, also wirklich bis zum Ende. Und haben sich immer gut verstanden. Da hatte ich echt keine Bedenken bei den beiden. Und das war schon der Grund, warum Abby damals bei uns eingezogen ist. Und bin sie nicht Probe geritten. Es war nie das Ding, dass sie mein Reitpferd werden sollte. Ich bin froh, dass wir sie mittlerweile reiten können, dass sie abgenommen hat, dass sie Talente zeigt, die man vorher so nicht vermutet hat. Da bin ich froh und glücklich drüber und dankbar für, aber das war halt nie Voraussetzung für ihr Leben bei uns. Und ich kann sie reiten, wir reiten ab und zu, hauptsächlich ins Gelände, denn die richtige Reitarbeit vom Sattel aus überlasse ich meinen Reitbeteiligung fürs Pony. Ich habe überhaupt kein Problem damit, Pony mit jemandem zu teilen. Denn ich mache sehr gerne mit ihr Bodenarbeit, sehr gerne mit ihr Denkarbeit und Dehnungsübungen und Longearbeit. Da gehen wir beide wirklich drin auf. Klar, mal ein Ausritt ist schön, aber auf Dauer ist sie halt als Reitpferd für mich nicht geeignet. Sie ist nur 1,36 und eigentlich ein recht zierliches Pony, jetzt wo sie abgespeckt hat. Und ich bin halt 1,36.
60, vielleicht 1,62. Okay, von der Größe können es vielleicht noch hinkommen, aber auf Dauer bin ich einfach zu schwer für sie, wenn nicht eben der muskuläre Zustand und der Rest des Trainings mit eben viel Bodenarbeit, viel Muskelarbeit stimmt. Auf Dauer würde ich uns beiden schaden, indem ich ihre Gesundheit gefährde, wenn ich sie ständig reiten würde. Und halt dadurch auch meinen Seelenfrieden, weil ich möchte sie ja noch möglichst lange gesund behalten. Und da habe ich gesagt, das geht so nicht. Es wäre für mich an sich kein Problem gewesen, halt nicht so viel zu reiten, denn ist es nun mal so. Aber es ist doch... Ja, ich habe mir eine langfristige Lösung halt auch für mich gewünscht. Und wir Reitpferd, Abby als Reitpferd wäre keine langfristige Lösung für uns beide gewesen. Und ich habe mir dann auch durch den Kopf gehen lassen, egal was ich tue, ob ich in Selbstmitleid zerfließe, ob ich himmelhoch jauchzend hier über die Wiesen hüpfe, keine Ahnung. Es ändert nichts an der Tatsache, dass ich Alice in meinem Leben nicht mehr wiedersehen werde. Danach, wer weiß... Da gehen ja die Meinungen auseinander, aber sie kommt nicht zurück, egal was ich tue. Und ich muss mich halt damit abfinden und ich muss irgendwie weitermachen. Und dann stand halt recht schnell fest, dass die beste Lösung für uns alle, für mich auch, wieder ein eigenes Pferd gewesen ist. Also habe ich mich auf die Suche begeben und habe eigentlich damit gerechnet, dass es lange dauert, weil ich das Passende finden wollte. Ja, letztendlich ging meine Pferdesuche recht schnell. Ich habe, glaube ich, 4 Pferde angeguckt und unter diesen 4 habe ich ein perfektes Pferd gefunden. Nämlich Ailana. Ailana war mir schon bei dem Probetermin oder bei dem Besichtigungstermin total sympathisch am Putzplatz. Ich durfte sie putzen. Sie war freundlich, sie war aufgeschlossen, sie war menschenbezogen. Richtig toll, das Probereiten an sich lief auch super. Man hat gemerkt, dieses Pferd ist solide ausgebildet. Na klar, die war 5 Jahre alt, geritten und gefahren sollte sie sein. Gut, reiten habe ich ausprobiert, fahren habe ich mich drauf verlassen. Wenn, ja, ist gut, wenn es jetzt auch nicht so doll gewesen wäre, wäre auch egal. Ne? Ich bin ja nicht so der große Fahrer bisher und alles andere hätte man lernen können irgendwann. Aber ich war einfach begeistert, denn man hat gemerkt, dieses Pferd hat Lust. Und ist hochmotiviert, mit den Menschen zusammenzuarbeiten, freut sich, gefordert zu werden, ist dabei auch aufgeweckt und einfach ja, mit Freude bei der Sache. Und es hat mir enorm viel Spaß gemacht und auch die kleinen Unstimmigkeiten, die da einfach beim ersten Mal reiten sind, haben mich nicht abgeschreckt. Ich habe gesagt, da können wir dran arbeiten und habe mich gefreut und gehofft, dass wir daran arbeiten können, denn wir hatten eine 5-Jährige. Ich war schon so, oh Gott, was für ein junges Pferd, denn Alice war 12, als ich die gekriegt habe, ja. Aber gut, ich habe mich auch auf diese Herausforderung gefreut und war mir sicher, dass wir das irgendwie hinkriegen. Und dann ist Ailana bei uns eingezogen. Dieser Einzug war, wie nennen wir es mal, ist anders verlaufen als gedacht. Denn wie gesagt, Alice und Abby zu vergesellschaften war überhaupt eigentlich fast schon langweilig, weil wir haben zusammengestellt, fertig. So, und ich dachte, Abby wird sich einfach wieder freuen, jetzt nach der Zeit jemand Neues zu haben. Ist ja auch wieder eine Stute, ein bisschen mehr in ihrem Maß und irgendwie auch ein bisschen freundlich aufgeweckter, als es Alice am Ende halt war. Und dachte ich mir, ja, das wird schon passen. Ja, falsch gedacht, würde ich mal behaupten. Denn ich weiß nicht, was in Abby vorgegangen ist. Jedenfalls war sie ein bisschen anders drauf als gedacht. Irgendwie war sie so eine kleine Giftnudel und ich habe bei dieser Zusammenführung Dinge gesehen, die ich mir gar nicht vorstellen konnte. Sie hat geschrien, sie hat getreten, sie ist mehrfach gestiegen, losgerannt und alles. Und das, aber es war alles nur Show. Es ist nichts passiert, keine Verletzungen, kein nichts, nichts, worüber ich mir wirklich Sorgen machen müsste. Ich habe nur gedacht, halla die Waldfee, da geht's aber ab, ne? Und ist ja auch in Ordnung so. Und ich meine, die haben sich recht schnell zusammengerauft. Und ein paar Tage später haben sich dann meine Einsteller gemeldet und haben gesagt, wir kommen aus unserem Vertrag doch eher raus. Ist es okay, wenn wir eher kommen? Ich so, ja, klar. Und in kürzester Zeit hatte ich von einem einzelnen Pferd auf einmal 5 Pferde bei uns im Stall. Und eigentlich perfekt. Und mit Abby lief super. Das hat sich alles ergeben. Und auch mit der anderen
haben wir schnell Fortschritte gemacht, weil die einfach super war. Wir haben im Führtraining gemacht, im so ein bisschen Gelassenheitstraining, Stall kennenlernen, auch so ein bisschen Respekt. Dann haben wir mit dem Klickertraining angefangen und auch mal freispringen. Und wir waren schon in der Gruppe ausreiten und die war einfach auch im Gelände top. Und ich war einfach nur happy. Ich habe gesagt, ich habe mir das richtige Pferd damals ausgesucht. Sie kam ja auch mit Ankochuntersuchung und ich hatte überhaupt keine Bedenken. Es war super. Und es lief. Also ich wollte euch, wie gesagt, alle Einzelschritte habe ich euch gefilmt und hätte euch auch da einzelne Videos zugemacht. Ja, aber manchmal ist Glück von kurzer Dauer und das Schicksal ein Arsch. Was ist passiert? Samstag war ich arbeiten, hatte an dem Tag auch keinen Stalldienst. Das heißt, die anderen waren im Stall und haben auch geguckt. Und ich bin abends einfach nur noch hingegangen, geguckt, ob alles in Ordnung war. War, alle waren am Fressen, alle waren irgendwie freudig dabei und es war wirklich alles gut. Sonntag Vormittag bin ich in den Stall gegangen, weil ich dachte, machst du was mit den Pferden? Hab was mit Abby gemacht und dann habe ich auch was mit Anoki, habe ich sie genannt, gemacht. Ich wollte euch immer noch sagen, denn Ailana heißt übersetzt Eichenbaum. Und ich habe dieses Pferd angeguckt und habe gedacht, wie kann man dieses Pferd sehen und denken, Eichenbaum? Das passt überhaupt nicht und ich habe mir was ausgesucht, was besser passt, nämlich Anoki. Anoki ist indisch und je nachdem, welche indische Sprache man zugrunde legt, hat das mehrere Bedeutungen. Auf Punjabi heißt es Macke, also so ein bisschen Schaden. Und ja, sie hatte so ihre Macken, die sie einzigartig und wunderbar gemacht haben, denn dieses Pferd war extrem verfressen. Also ich habe schon mit vielen Pferden zu tun gehabt, mit wirklich vielen. Und auch davon viele Haflinger, viele total verfressene kleine Shetties und Ponys und alles. Aber dieses Pferd hat sie alle getoppt. Also für Futter hat die wirklich alles gemacht. Ich blende euch nochmal ein Video ein. Ich habe nichts gemacht, ne? Also es hat sie alles von sich aus gemacht. Aber da sieht man schon, dass sie mit Futter echt einzigartig war. Aber deswegen war sie auch ein super Klickerpferd. Wir haben also im Klickertraining echt schnelle Fortschritte gemacht, weil sie sehr motiviert war in diesem Training. Alles super. Und das andere, die andere Bedeutung von Anoki ist einzigartig. Und ja, auch das ist sie einfach gewesen. Ja, einzigartig. Also der Name hat gepasst und Noki war halt auch ein cooler Spitzname. Ich fand das ganz süß. Ja. Was ich sagen wollte ist, Glück hält nicht ewig. Ich musste es jetzt schmerzlich lernen, denn ich bin am Sonntag in den Stall gekommen, wollte mit ihr was machen und wir haben auch geklickert und ich habe gemerkt, irgendetwas stimmt nicht. Am Anfang konnte ich es noch nicht so richtig einordnen, weil sie war ein bisschen zurückhaltend. Gut, wir hatten im Training die letzten Tage auch an Futter, also an Zurückhaltung in Gegenwart von Futter gearbeitet. Aber ich habe gedacht, dass sie das so schnell so doll kapiert, war mir ein bisschen zu... Also konnte ich nicht so richtig glauben. Irgendwas stimmte nicht, aber sonst waren keine Anzeichen da, nur dass sie heute nicht ganz so verfressen war wie sonst. Ja, gut, ich dachte, ich beobachte das weiter, war kurz drin, habe eben Scheiben Brot gegessen und bin kurz Zeit später wieder raus und kurz, also in ein paar Minuten, nachdem meine Stallleute kamen, und ich sagte dann schon so, ist euch auch aufgefallen, dass das nicht stimmt? Sie meinten, ja, wollten wir dir auch gerade sagen. Die liegt jetzt dauernd. Ich habe sie jetzt schon in ein paar Minuten irgendwie dreimal hinlegen und liegen bleiben sehen. Ich so, oh, das klingt aber nicht gut. Habe sie gefunden im Stall, sie lag auf dem Beton, was ja auch schon mal komisch war, und wollte gar nicht aufstehen. Und ich so, okay, das sieht nach Kolik aus. Ich rufe sofort einen Tierarzt an. Ja, am Sonntag einen Tierarzt anzurufen ist auch immer eine super Sache. Aber irgendwie hat man das Gefühl, Koliken... Oder Verdacht auf Koliken kommen irgendwie auch immer nur am Wochenende. Ich weiß nicht, geht euch das auch so? Könnt ihr mir ja mal schreiben. Jedenfalls Kolik, Tierarzt sagte, er kommt. Wir sind also eine Stunde irgendwie im Regen. Ich hatte auch keine Zeit, noch eine Jacke anzuziehen. Mit dem Pferd hier auf der Wiese spazieren gegangen, damit sie sich nicht dauernd hinlegt. Und sie hatte auch Kotwasser und Durchfall und ihr ging es einfach nicht gut. Und dann, als der Tierarzt kam, sagt er, ja, man sieht, die hat Schmerzen, der geht's absolut nicht. Und dann sagt er, ja, Verdacht auf Dünndarmkolik, wir sollten mal sofort in die Klinik fahren, da wahrscheinlich auch eine Verschlingung drin wäre. Super. Und sie hatte OP-Erlaubnis, weil ich habe gesagt, die ist fünfjährig und natürlich wird sie operiert, da kann man viel tun, auf jeden Fall. Und dann war es aber halt so, wir hätten eine Klinik gebraucht, die im Zweifelsfall auch operieren kann. Und an diesem Sonntag war irgendwie anscheinend in ganz Niedersachsen
kein Pferdechirurg aufzutreiben, der das hätte operieren können wollen. Ich weiß es nicht. Irgendwie nicht. Und dann haben die uns alle weiterverwiesen an die Tierklinik in Telgte. Telgte ist bei Münster. Ja, das ist von uns eine ganz schöne Strecke und ich bin begeistert gewesen. Naja, gut, egal. Wir haben sie irgendwie verladen, was halt auch nicht so einfach war, weil wir alle durch den Wind waren. Haben wir noch das andere Pferd aus dem Stall mitgenommen, dann ging's. Sind da irgendwie 3 Stunden hingefahren, die haben uns da auch schon dann erwartet. Und als sie wieder ankamen, gut, der Anatias hat ein Schmerzmittel gespritzt, ging es ihr gar nicht so schlecht. Sie war wieder aufgeweckt, sie war wieder irgendwie ein bisschen mehr da. Und die Tierärzte in der Klinik meinten auch, nein, da sei nichts verschlungen, das wäre alles noch am Platz, so wie es gehört. Sie hätte nur eine Verstopfung. Und sie würden jetzt versuchen, das mit Medikamenten zu lösen. Wenn das klappen sollte, es war jetzt Sonntag, ja, Abend und Nacht, wenn das klappen sollte, würden sie dann am nächsten Tag wieder anfangen, die zu füttern. Und wenn diese Anfütterungsphase überwunden wäre, dürfte ich sie frühestens irgendwie Dienstag wieder mitnehmen, wenn es gut läuft. Sie haben uns auch darüber aufgeklärt, was passieren würde, wenn es nicht gut läuft. Aber so wahrscheinlich schien uns das allen in dem Moment noch nicht. Aber sie haben mich halt schon mal vorgewarnt. Und ja, am nächsten Morgen haben wir telefoniert. Und sie sagten, ja, es ging ihr nicht schlechter. Die Verstopfung sei zwar noch da. Aber sie würde keine Kolik anzeichnen und es ging ihr so ganz okay. Ja gut. Sie würden sich melden, falls sie Kolik anzeichen zeigen würde, denn dann würden sie gerne operieren wollen. Gut, und ein paar Stunden später ist es dann auch so gekommen. Sie sagten, ja, jetzt Kolik sie, dürften sie operieren. Haben dann nochmal kurz mit mir drüber gesprochen. Ich habe gesagt, ja, die Versicherung deckt das ab. Denn ich habe auch am Sonntag nochmal mit meinem Versicherungsmakler gesprochen. Ich hatte sie ja noch nicht so lange. Ob das mit der Versicherung wirklich klar geht. Denn sie sagten auch, so eine OP kostet ohne Komplikationen 4.500 bis 5.500, mit Komplikationen 6.500 bis Open End. Nun gut, wenn man so eine Versicherung hat, möchte man natürlich auch, dass die zieht und nicht, dass man, weil man irgendwie da ein Datum oder was verpasst hat, dass es noch nicht ist. Nee, ich gesagt, nee, der sagte, ist in Ordnung, geht. Und dann habe ich gesagt, ja, geht. Dann riefen sie nochmal an. Dürften sie im Zweifelsfall abgestorbenes Gewebe entnehmen. Sie wussten es noch nicht, sie hatten es noch nicht aufgemacht und reinguckt. Da habe ich gesagt, ja, weil da wäre halt auch die Entscheidung gewesen, sofort einschläfern oder höheres Risiko. Ich so, nee, die ist erst 5, das lohnt sich. Wenn, dann auch versuchen, alles Menschenmögliche zu machen. Sie meinten, gut, wir wissen Bescheid. Die OP wird so 2,5 bis 3 Stunden dauern. Und dann würden sie sich melden, wenn sie wieder gut aufgewacht wäre in der Aufwachung. Als sie dann eine halbe Stunde später anriefen, ich habe nichts Gutes erfahren. Ich habe es nicht so schnell. Jetzt ist irgendwas passiert und ich hatte schon so schlimmste Befürchtungen, als ich ans Telefon gegangen bin, die sich leider bewahrheitet haben. Denn während der OP, als der Darm ausgelagert war und die versucht haben, die Verstopfung rauszuspülen, ist der Darm gerissen, geplatzt und sie konnten nichts mehr tun. Die war sofort gestorben. Ja, sie sagten dann noch, sie würden mir die Rechnung, das Halfter, was sie trug, und wenn ich gerne möchte, eine Strähne vom Schweif zuschicken. Habe ich gesagt, ja, hätte ich gerne. Und habe aufgelegt und ich konnte es nicht fassen. Und dann habe ich... Ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Es war einfach unglaublich schrecklich. Weil... Wie viel Pech kann man haben? Wie viel Pech kann man haben, in so kurzer Zeit mit einer Ankaufsuntersuchung eine gesunde 5-Jährige zu kaufen, die ich nicht mal 2 Monate hatte, ohne eigenes Verschulden. Ich weiß nicht, woher es kam. Die wussten auch nicht, wie diese Verstopfung zustande kam. Es ist nichts falsch gelaufen. Es ist einfach Schicksal, göttliche Fügung. Irgendwer hat was gegen mich. Ich kann es euch nicht erzählen. Und also das wünscht man echt keinem, denn das, ich verstehe es auch nicht. Ja, ich hatte 2 Monate ein neues Pferd und das Beschissenste ist eigentlich auch,
dass irgendwie eine Woche oder anderthalb Wochen, bevor das mit Noki passiert ist, unsere Katze hier, der Kali, der schwarze Kater, Video, ne? Und unten in der Infobox auch verschwunden ist. Schon wieder eine Katze weg. Und wer meinen Kanal schon länger verfolgt, der weiß, dass ich letztes Jahr einen Boston Terrier Welpen hatte, den Knirps, den Fabio, den ich mir ausgesucht hatte, und der hatte einen angeborenen Organfehler, der nicht operabel war. Also in der Tierklinik hatten die damals auch gesagt, sie können nichts für ihn tun, und er ist nur 10 Monate alt geworden. Wie viel Pech kann man im Leben haben? Er ist ein 10 Monate alter toter Welpe, dann Alice, die augenscheinlich erstmal nur einen normalen Krankheitsschub hat, der dann ins Bodenlose geht und nicht mehr aufzuhalten ist, dann ein gesundes, junges Pferd, das in den Händen von Experten, die wirklich wissen, was sie tun, ohne Grund verstirbt, und innerhalb von 2 Jahren die zweite verschwundene Katze. Das ist nicht zu fassen, das ist nicht zu verdauen. Es ist einfach nur ungerecht, gemein und einfach nur scheiße. Also ihr merkt, ich bin unendlich traurig, ich bin wütend, ich bin frustriert, weil ich mir einfach denke, egal was ich mache, ich gebe mir hier die größte Mühe, um meinen Tieren das schönste Zuhause der Welt zu bieten und ihnen das bestmögliche Leben zu ermöglichen, und sämtliche Bemühungen funktionieren nicht. Ich kann machen, was ich will, es hilft nichts. Das Ergebnis ist immer großer Mist. Und es macht mich fertig, es frustriert mich, und ich kann es nicht in Worte fassen. Ich bin auch einfach nur traurig, weil in so kurzer Zeit jetzt das zweite Pferd, und ich bin nur froh. Das Einzige, was mich noch einigermaßen glücklich macht, ist, dass Abby jetzt nicht alleine ist. Stellen wir uns vor, die Angela wären noch nicht da. Dann wäre Abby jetzt innerhalb von ein paar Wochen zum zweiten Mal allein. Da kriegt sie doch auch einen Knacks. Das ist doch nicht möglich. Das ist doch nicht zu fassen. Wie kann sowas sein? Und die dritte Emotion, die momentan bei mir absolut vorherrscht, ist Paranoia. Muss ich ehrlich sagen, denn die sagten in der Klinik auch, da war auch Sand mit drin. Die sagten nicht, da war ein bisschen Sand mit drin, oder da war aber viel Sand mit drin, sondern da war auch Sand mit drin. Ja, in jedem Pferd ist ein bisschen Sand. Ja. Aber die haben auch, also die sind sie sicher, dass das nicht die Ursache des Ganzen war. Aber trotzdem, es ist... Und jetzt denke ich mir einfach so, wer weiß, was in Abby drin ist. Ich habe jetzt schon die gesamte Futtersache für Abby umgestellt. Ich hätte sowieso demnächst eine Flohsamenkur bei beiden gemacht. Aber ich dachte mir halt, lass das neue Pferd erstmal ankommen, sich einleben, bevor du da anfängst, mit irgendwelchen Futtermitteln in den Organen rumzuwurschteln. Ja, hätte ich das vielleicht mal anders gemacht. Aber aus der ganzen Geschichte, irgendwie, man lernt da nichts draus. Man hat nur enorm viel Herzschmerz und enorm jetzt auch Angst. Weil das, was ich mir aussuche, ist irgendwie momentan nicht so von Glück gesegnet. Und für mich ist das Thema Pferd auch jetzt gerade einfach nur schmerzhaft und grauenvoll. Ich weiß noch nicht, wie es weitergeht, aber ich weiß, es wird irgendwie weitergehen. Es muss weitergehen. Ja. Ihr wisst erstmal Bescheid. Ihr wisst, was bei uns vorgefallen ist. Ich hoffe ja sehr, wer irgendwie Ähnliches erlebt hat oder aufbauende Worte hat, nur raus damit. Ich könnte sie echt gebrauchen. Wer das nicht hat, der soll es bitte für sich behalten. Und ja, ich hoffe, all diejenigen von euch, die wissen wollen, wie es bei uns weitergeht, wie wir damit umgehen und was hier jetzt demnächst passiert, dass die unserem Kanal treu bleiben und unsere Videos weiter schauen. Dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Also dann, bis zum nächsten Mal.